Ich habe mich in der Tat sehr über die Anfrage gefreut, weil Deutsche Bahn und VHS hängen natürlich zusammen, ist Ja. völlig klar. Und ich freue mich immer sehr, wenn es ein Interesse gibt. Was steckt denn eigentlich hinter diesem Wort Bahnhofsmission? Dann sagen Sie noch mal, was da genau hinter steckt. Gerne. Es gibt bundesweit erstmal über 100 Bahnhofsmissionen. Die meisten in größeren Städten, die meisten in NRW. Warum? Weil es in NRW viele Großstädte gibt. Genau. Die Menschen, die zu Ihnen kommen, wie bezeichnen Sie die eigentlich? Sind das Ihre Gäste Ganz oder? genau, das sind unsere Gäste. Auch weil der Begriff Gast, da steckt ja ein Willkommen drin. Sie sind uns herzlich willkommen, nehmen Sie erstmal Platz und dann gucken wir mal, was ansteht. Das heißt, der Zugang zu uns, der hat keine hohe Schwelle. Ich kann mich da einfach einen Moment aufhalten. Ich kann jemand bitten, mir sein Ohr zu leihen. Wie viele Ohren gibt es denn hier? Hier gibt es massig Ohren. So kann man sagen. 75 Ehrenamtliche, das ist was, da bin ich sehr respektvoll und sehr demütig dabei. Weil Ehrenamt heißt, ich komme freiwillig, ich kriege nichts dafür und ich lasse mich auf einige Regeln ein, die die Bahnhofsmission mit sich bringt. Es sind 75 Menschen zwischen im Moment 18 und 83 Jahren, in spannender Weise ungefähr halb Männlein, Weiblein, das ist gemischt. Diese Ehrenamtlichen, die eigentlich alle mit sozialer Arbeit null und gar nichts zu tun hatten, stellen sich dahin, heißen Menschen willkommen, heißen Gäste willkommen, schenken denen ihr Ohr. Und unser Job ist, die Ehrenamtlichen zu begleiten, Ja. anzuleiten, wichtig, 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 für gute Fortbildung zu sorgen, Ja. weil es ist wichtig zu lernen, was mache ich denn, wenn es an der Tür klingelt. Wer trägt die Bahnhofsmission? Die Besonderheit ist, es war von Anfang an eine ökumenische Einrichtung. Katholisch, der Träger heißt Envia, Envia Köln e.V. und das Diakonische Werk Köln und Region ist eine ökumenische Einrichtung und das Team ist ökumenisch. Das Team hat sehr unterschiedliche Hintergründe. Nicht alle gehören einer der Kirchen an, aber alle können die Grundwerte mittragen. Dann ist eigentlich doch die Bahnhofsmission so ein Pionier der Ökumene. Absolut. Die Frage ist natürlich, wie kann man das alles von außen noch unterstützen? Wir leben von Spenden und was unser Anspruch ist, wir wollen einen guten Überblick haben über das Kölner Hilfesystem und wir wollen gute Kontakte haben in das Hilfesystem, sodass wir Menschen mit einem speziellen Anliegen gut vermitteln können. Weil es geht ja erstmal darum, Vertrauen aufzubauen. Aber dann vermitteln wir an Fachberatungsstellen. Dann geht es darum, Barrierefreiheit und Sicherheit in Fokus zu nehmen. Teilhabe ist eine der zentralen Überschriften. Wir haben ja jetzt gerade mit der Corona-Krise eine ziemliche Störung der sozialen Verhältnisse. Wir merken das sehr stark, weil unsere Fahrgäste wegbleiben. Die Pandemie hat auch für Bahnhofsmissionen natürlich massive Auswirkungen gehabt, vor allem als es anfing. Unsere Gesellschaft war nicht eingerichtet auf eine Pandemie. Und von heute auf morgen war plötzlich alles dicht und es hieß, zu Hause bleiben. Jetzt sagen Sie mal, wohnungslosen Menschen, bleibt zu Hause. Binnen 5 Tagen war es möglich, ein Hygienemobil am Bahnhofsvorplatz hinzustellen, was Duschen hatte, was Toiletten hatte. Was da deutlich wurde, es kamen beileibe nicht nur Wohnungslose, es kamen auch arme Menschen, die vielleicht noch eine Bleibe haben, aber die hinten und vorne nicht klarkommen mit dem, was ihnen monatlich zur Verfügung steht. Da hat sich, glaube ich, die Schere des Elends noch viel, viel weiter geöffnet, schlagartig. Yep. Wir haben im Jahr 35.000 Kontakte zu unterschiedlichen Menschen. Das ist eine Menge Holz. Wir hatten alle vermutet, dass es im vergangenen Jahr weniger waren, einfach pandemiebedingt. Das war überhaupt nicht so. Nur die Kontakte fanden im Bahnhof statt, vor dem Bahnhof, im Rahmen des Hygienemobils. Es waren andere Kontaktformen. Die Gestrandeten sind geblieben, aus welchen Gründen auch immer Menschen hier stranden. Es kommen aber auch Frauen hierher, die gesagt haben, ich kann nicht mehr, ich bin geschlagen worden, ich brauche Hilfe. Es kommen Menschen mit Suchterkrankungen hierher. Es kommen Reisende hierher, die Fragen haben, was unglaublich zugenommen hat in den vergangenen Jahren. Allein in den letzten 10 sind Menschen, die mit psychischen Belastungen oder manifest psychiatrischen Erkrankungen auftauchen. Solange bei uns niemand Gewalt ausübt oder androht, können Menschen hier rein. Sie sind seit 10 Jahren hier und Sie haben es immer noch nicht bereut und sind immer noch nicht müde. Wenn es Gäste gibt, denen es sichtlich aus verschiedenen Gründen nicht gut geht, die uns trotzdem ein Lächeln schenken oder ein Danke oder die sagen, wissen Sie was, Ihr Lächeln
das hat mir mehr geholfen als alles andere, beziehungsweise ihr offenes Ohr. Und ich glaube, die Kernkompetenz der Bahnhofsmission, wenn ich das so formulieren würde, ist das offene Ohr. Ich bin beeindruckt und auch wieder mal bestätigt in meiner positiven Wahrnehmung der Bahnhofsmission.